Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir aus der Vision von Stormwind bekommen können. Und zwar mit ein wenig Glück. Wir brauchen nämlich ein Item, was hier tatsächlich von einem Mob droppt. Ja, ihr könnt einen looten. Und zwar haben wir hier eine Brille. Überempfindliche Lernbrille heißt die. Und die kriegen wir von dem Mob hier, den ich jetzt gerade versehentlich gepult habe. Der ist eigentlich neutral. Wir werden jetzt den einmal Shadow melden. Da ist einer von diesen Tränken gerade geprockt. Und zwar, wo sind wir? Wir sind jetzt hier quasi an den Kanälen außen am Handelsdistrikt dran. Und hier ist ein Mob, der hier. Da seht ihr, mein Addon zeigt das schon an. Der patrouilliert hier einmal außen rum. Der ist neutral. Und er hat nicht viel Leben, ne? Man könnte ihn easy umboxen. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch mit den Masten skaliert. Ich bin jetzt gerade im 5-Masken-Run drin. Er hat aber trotzdem nicht viel Leben. 1,4 Millionen. Das Problem ist, er hat ein Schild, das 90% seinen eintreffenden Schadens reduziert. Er wird, glaube ich, auch von diesen Bots noch ein bisschen geheilt. Und er wiederum bufft die Bots. Heißt, unser Ziel ist es, wenn wir ihn umboxen wollen, wir müssen die Bots von dem Typen trennen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt hier einen Toy, das habe ich hier rausgezogen. Ihr seht ja, das ist das Spielzeug-Zugset. Ich glaube, das konntest du im Dalaran in Nordend kaufen. Und das kann man quasi hier aufstellen. Das muss man irgendwie in sein. Ich muss mal diesen blöden Flammenbuff, glaube ich, wegdrücken, weil der pullt ihn sonst. Wir wollen ihn nämlich jetzt nicht pullen, sondern wir wollen quasi. Also ich muss auch nicht stealthen tatsächlich. Nicht. Alter, dieser Flammenbuff, ne? Flammenbuff. Ich klicke ihn jetzt mal weg. Also den solltet ihr vielleicht nicht haben. Ja? Wenn ihr weit genug von ihm weglauft, seht ihr, resettet er auch so. Ihr braucht da keine Shadow Melt. Okay, Flammenbuff haben wir weggedrückt. Den haben wir auf eine halbe Stunde gesteckt. Wir müssen jetzt quasi in den Laufweg am besten hier dieses Zugset reinplacen. Und wenn wir Glück haben, dann checkt er dieses Zugset und bleibt stehen und ja, versucht es kaputt zu machen und dann steht er eine Weile. Das Problem ist, wie eben gerade buggt das oder ich habe es halt nicht genau in den Laufweg reingesetzt. Falls das buggt bei euch, gibt es auch eine andere Möglichkeit. Wir warten jetzt nochmal, vielleicht läuft er gleich nochmal drüber und wird dann durch das Zugset quasi getriggert. Wenn es nicht klappt, kann man ihn da durch zum Beispiel Routen oder auch andere CCs rausnehmen. Er läuft genau drüber, aber er ignoriert mein Zugset. Okay, es funktioniert nicht. Egal, wir können. Wir können ihn. Ach doch, er hat den Zugbuff. Seht ihr das? Jetzt macht er diesen Zugzerstörer. Gut, ich muss ihn gar nicht routen. Jetzt pullen wir diese Bots hier. Und die müssen wir ein bisschen wegziehen. Und ihr seht, die haben jetzt diese Buffs nicht mehr, dass sie ewig viel Life haben und geschützt sind. Jetzt müssen wir die schnell weg quasi cleaven. Das machen wir jetzt einfach mal kurz weg. Und ach so, jetzt ist er hier, fährt. Jetzt castet er sein Reparieren. Okay, ich muss ihn vielleicht noch ein bisschen weiter wegziehen. Ja, seht ihr? Also wenn der hier zu nah dran ist, dann repariert er den die ganze Zeit und dann kannst du nicht töten. Egal, aber der. Es gibt einen, der haut ihm den Schild drauf und diesen Schild-Dude muss man wegcleaven oder weghauen, bevor er quasi mit dem Zug reparieren fertig ist. Oder er, ja, wir können ihn auch wurzeln, wenn es mit dem Zug schief geht oder es gibt auch andere Fähigkeiten, wo man ihn rausnehmen kann. Da müsst ihr mal gucken, was eure Klasse so hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du ihn auch schieben als Mage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich als Druid kann ihn halt rooten, ne? Als Hunter denke ich mal, wird das auch gehen. Und viele andere Klassen haben ja auch quasi einen Root, den sie draufhauen kann. Ihr habt gerade gesehen, manchmal dauert es ein bisschen, dass er ein, zwei Mal über den Zug drüber laufen muss, dass ihr dementsprechend ihn umhauen könnt. So, jetzt können wir den Bot auch umhauen, weil der Typ ihn nicht mehr repariert. Und dann looten wir einmal rein und wir haben hier nichts gekriegt. Es gibt dann eine 5%ige Chance, dass ihr ein Toy bekommt, und zwar diese Brille, die ich euch schon genannt habe. Und wenn wir die einsetzen, können wir mal gucken, dieses Kleintier wird dann auf einmal hier zu, also es steht immer noch Ratte dran, aber es wird quasi zum Diener von den Zott. Wenn wir das Ding einsetzen, was eine halbe Stunde Abklingzeit und 10 Minuten drauf bleibt, sehen wir quasi alle möglichen Kleintiere als Diener von den Zotten. Da soll es anscheinend auch verschiedene geben, also diese Fleischbestien und dann gibt es auch noch diese Kasrik-Viecher, wo dann dementsprechend auch so ein Pet gibt. Ich habe es persönlich noch nicht gesehen, aber es soll anscheinend auch so einer unterwegs sein. Und ja, da sehen die halt ein bisschen anders aus. Viel mehr bringt es nicht, aber es ist dementsprechend wieder ein Toy mehr für die Toybox. Und ja, damit sind wir durch. Für das Apfeltoy habe ich vorhin auch schon ein Video gemacht, beziehungsweise für die anderen Toys aus den Visions. Die beiden sind aus Ogrimmar und das hier ist noch aus SW. Da hatte ich auch schon ein Video gemacht. Gut, ich mache jetzt meine Vision hier noch fertig, dass ich noch einen tollen Loot kriege. Und ja, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.